Hallo, ich meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück im LS17. Hier Mapname einfügen, zusammen mit den Garderol, mit dem Werner und mit den Ansgar. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja, hallo. Ich möchte ein Hauptfach kaufen und möchte lösen. Diese Folge machen wir Richtig. doch nur wegen des Geldes. Richtig. Ja. Absolut richtig. Link ist in der Videobeschreibung, Spendenlink und Merchlink. Habt ihr eigentlich einen Spendenlink in der Videobeschreibung? Zu normalen Videos? Nee. Aber doch, der Gado hat das, oder? Und zu Tippi du hast Seite, das auch, ja. oder? Sagst du ein Let's Player? Du hast doch eine hervorragende, fantastische neue Tippi-Seite, Randy. Das ist richtig. Neu? Ja. Ja, guck einfach mal drauf. Die ist überarbeitet, meinst du, oder? Sehr viel Text, ja. Sehr viel Text, ja. Okay. Hat mir einen Grammatikaliker vor allen Dingen, wie nennt man das? Grammatikaliker. Ein Germanistik-Mensch hat mir dabei sogar geholfen, dass das der Ach, deutschen Rechtschreibung, genau, dass das der deutschen Sprache richtig mächtig ist. In Aha. der Tat, aber bevor ich auf das Thema komme, jemand, der sich mit langen Texten auskennt. Richtig, und vor allen Dingen Aha. mit Kommasetzung, weil da bin ich der komplette Lügner drin. Da bin ich nämlich Nee, man kann Kommas und Kommata sagen, ne? Ach, hier immer diese neue Rechtschreib... diese Millennials hier, boah. Aber Moment, um die Frage zu beantworten, ich hatte das in der Tat mal, aber in der neuen Videobeschreibung, die irgendwann mal kam, wird er doch supporten und belohnt werden auf Tippi und neue VIP-Sponsor werden. Ja doch, hab ich drin. Selbst wenn man da nichts spenden will, lest euch das ruhig mal durch beim Randy. Ich fand's sehr interessant und spannend zu lesen. Ja, hab das nämlich noch gar nicht so groß angekündigt. Genau, das wollte ich, ja, darauf das wollte ich auch hinaus. Kann der Randy mich abtanken? Ich lese jetzt Randys Seite so. Vielleicht ist ja Garderols Seite ist bestimmt auch ganz spannend. Habe ich mir noch nicht. Ist sie auch, so. Weil ich habe mich sehr viel, also nicht sehr viel, aber ich habe inspirieren lassen. Ja, inspirieren lassen. Gerade was die abschreiben. Was ja. die nee, was die Struktur angeht. Gerade was die Struktur angeht, weil da hat Garderol einen sehr guten Job gemacht. Stell dir mal vor, jetzt sitzt jemand in der Grundschule und sagt, ich habe mich vom Nachbar inspirieren lassen. Hat die Hausführung 1:1 abgeschrieben. Da spricht jemand, der das vielleicht schon mal gehört hat. So. Ach nee, Lehrer werden verstehen. Auf jeden Let's Fall, ja, play. Aber wie gesagt, hab ich. Ja. Aber wirklich auch ganz unten. Na, weil ich der Meinung bin, so weit unten liest eh keiner. Das kommt doch noch mit der. Ja, bin doch dabei, Garderölchen. Junge, und, entspann dich. Genau, chill mal, Digga. Chill dein Base. Leben. Sonst wirst du nicht mehr so lit, Junge. Auf jeden so. Fall. Ich. Hallo. Und auf jeden Fall, ja. Also ich ganz unten halt drin, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wer hat das noch? Also Garderol hat's? Ich hab keinen drin. Du hast keinen drin? Hattest du mal das VIP, wo du das mal hattest? VIP nee, ist drin. Doch, VIP ist drin. Ah, VIP ist drin. Ah, das hat sehr wird abgeschaltet bei mir. Ja, habe ich schon gehört. Da haben mich im letzten Stream haben mich die Leute gefragt, wann du wieder streamst. Da habe ich gesagt, du hast an dem Tag, wo ich gestreamt habe, auch gestreamt. Hey, boo. Da habe ich erstmal deine Twitter-Seite. Weiß nicht, wie man das den Leuten abgewöhnt, dich in fremden Kanälen zu fragen. Das ist eine Sache, die ich nicht okay finde, aber du kannst es den Leuten nicht abgewöhnen, ne? Ich hab dann hier deinen Twitch-Kanal gezeigt und aber die haben das Video nicht gesehen. Oder? Das ist tatsächlich ein Problem, wenn du bei fremden Leuten im Chat bist, ne? Und die Leute erkennen dich, dass du das bist, wird gefragt, ob morgen die Folge kommt. Auf deinem YouTube-Kanal in einem fremden Chat. Und das finde ich. Ja, das ist ein Bild, du, das ist richtig. Ja. Das hab ich bei Twitch auch immer öfters. Ey, ich kenn dich. Ist cool. Ja, deswegen ist das halt immer so kacke. Ich habe aber keinen Bock, mir einen zweiten Account zu legen und da anonym halt rumzugucken. Ja, ich will halt irgendwie um andere Streamer so gucken, ohne dass ich mich umlocken. Ich finde es auch albern. Wenn man da zuguckt, dann finde ich, kann man das auch mit dem eigenen Account schreiben. Aber es ist tatsächlich ein Problem. Dann guckt man bei einem kleineren Let's Player und schreibt Moin oder sowas und dann erkennt einen direkt irgendjemand und sagt, ey, man kommt. Also irgendwelche Elemente auf deiner Tipi-Seite kommen durchaus bekannt vor, sagen wir es mal so, ja. Ja, fühl dich gebauchpinselt. Spricht ja für deine. Ja, da gibt's viel zu pinseln Günste. Hier. Was? Ja, dann nimmst du einen zweiten Pinsel dazu. Oder einen größeren. So. Nein, dann nimmst du einen Quast. So. Was ist ein Quast? Kennst du es nicht? Nee. Werde erklären, was ein Quast ist. Ich kann es nicht erklären. Was ist ein Quast? Kennt keinen Quast? Ist das ein dicker Pinsel? Das ist dieser Pinsel, den man nimmt, der eine rechteckige Form hat. Und den nimmt man aber so für so
ist das nicht so für Laien? Wände anstreichen, aber richtig. Ja, oder ja, genau. Einen alten Kuhstall halt, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja, doch. Das, weiß der nicht, was ein Quast ist? Ey, kommt hier aus dem Land, aus Düsseldorf, ne? Und Mann. Ja, um zum Feld zu kommen, brauchte ich ja tatsächlich nur 2 Minuten. Aber brauche ich auch heute noch 2 Minuten. Bin immer, wohne immer in der Nähe von Feldern. Das heißt, also das du hast immer. Dann auch, deine Eier sind auch bio. Also meine Eier sind bio. Eier jetzt. Ja. Ne, nicht die. Was haben die Eier mit dem Feld zu tun? Weil Eier da sind die Hühner drauf. Bei euch in Österreich sind die in der Legebatterie. In Deutschland müssen die am Boden gehalten werden. Hallo. Na, das ist so nicht ganz richtig. Oh Gott, jetzt kommen wir die ganzen die freundlichen aus. Alpenbewohner und schreiben wieder: Hast du was gegen Ösis? Österreicher. So. Ich schaff's in jeder Folge. Die ganz, ich ganz in einfache jeder Folge. Erst waren's die Harzer, dann waren's die Ossis, jetzt waren's die Ösis. Wer du hast noch? Aber auch Bock drauf, ne? Haben wir auch schon abgehakt, läuft. Frauen sowieso. Oh yeah. Du hast Bock drauf, ne? Ja. Hab ich Bock erstaunlich. Drauf, ja. Das ist trotzdem noch 190.000 oder 200.000 Leute da. Noch, ja. Übrig bleiben. Die ersten, die gingen, waren die Grünen. Und dann ging die Karriere los. So war das. Ja, jeder muss seine Prioritäten setzen, ne? Ja. Also. Ja. Gut, Stimmung im Eimer, wunderbar. Hast es wieder geschafft. Ja. Hast du fein gemacht. Wir haben jetzt auch geklärt, dass ein Quast ist. Richtig. Sind total wir waren komplett vom Thema abgerissen. Krankenkasse, Leute. Also es kann nicht sein, dass in Deutschland jemand sich seine Krankenkasse da bitte also mal bei ihm vorbeigehen. Ja, lest euch das einfach mal durch. Ich finde, wir würden dem jetzt Text nicht gerecht, so wenn wir gut, das... Ne? Mhm. Ich finde den echt gut. Aber ich weiß auch, wer den geschrieben hat. Ja, ich. Ja, der Randy. Ich hab's einfach nur korrigiert lassen. Ich würde euch empfehlen, lest euch das einfach mal durch. 1-1, läuft. Achso, noch ganz eine kleine Sache. Tanken. Vielleicht können wir es diese Folge schaffen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht schaffen wir das. Dass wir im Kommentarbereich den ersten Kommentar anpinnen mit der Facebook-Seite vom Tobias. Jo, genau. Das ist gut, dass du es ansprichst. Der hat eine Facebook-Seite. Ja. Wir können den Namen aber auch schon mal sagen, glaube ich. Mapbau Hopfach heißt das Ganze. Es gibt auch eine Gruppe, aber er hat auch eine Seite. Und da will er Updates zu posten. 2 Anmerkungen, um mich wieder ein bisschen beliebter zu machen. Erstens, der macht es auch nicht für Geld übrigens, falls es euch aufgefallen ist. Und zweite Sache, hört doch mal endlich auf. Und jetzt kommt, ich kenne den Satz ja auswendig, deswegen darf ich den vortragen. Diese dämliche Fragerei, wann kommt die Map? Leute, es nervt. Es nervt den Map-Entwickler, es nervt uns, es nervt die anderen Leute. Hört endlich auf zu fragen, wann kommt. Der macht das freiwillig, der macht das in seiner Freizeit. Also ist selber noch alle Zuschauer verärgert. Hervorragend. Rage-Modus ist aktiviert. Ja, nee, aber echt, ist irgendwie es ist nicht einfach, so eine nice Geste, das stimmt schon. Es ist unfreundlich, es ist ja, dreist, wobei, es also, geht einfach nicht. Stopp, so. Man muss kurz sagen, jemand, der jetzt die Serie gerade erst entdeckt hat und sieht, die Map ist eigentlich ganz cool, die will ich auch spielen, dem kann man da keinen Vorwurf machen, aber wir erwähnen das gerne nochmal. Die Map kommt raus, wenn sie rauskommt. Und ja, wäre ja, cool, wenn er da einfach, ja. Ich glaube, ich werde für dieses Projekt so einen eigenen Trailer machen, so einen Vorspann, weißt du? Alle Sachen, die hier nicht erwähnt sind. Was machen wir denn, was machen wir Besonderes, wenn die Map draußen ist? Da müssen wir uns irgendwas Besonderes überlegen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Naja, ich sag's mal so, auf jeden Fall keine Brühenkachen mehr vorne aufstellen. Feuerwehr machen oder was? Vielleicht haben wir bis dahin herausgefunden, wie man gewinnt. Das wäre auch schon mal was. Ah, stimmt. Das wäre schon was. Vielleicht sollten wir einfach... Ja, wir gucken mal. Vielleicht fällt uns ja was Schönes ein. Das wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir da was machen können. Ja. Wir sind jetzt Tanke im Dorf. Ja, definitiv. Nee, ich finde das total doof. Okay, dann nicht. Wie, wenn ich sage, das ist doof, dann nicht? Habe ich so viel Wort? Hört? Also, wie heißt das? Ja, aber Ansgar will keinen Streit anfangen. Das ist das ganze Geheimnis. Werner? Achso, ich soll nicht mehr lachen, sonst kann Ansgar wieder sein Video Gardeholz Lachflash Ausrufezeichen XD nennen. Abgesehen davon, dass wir... Mit Ausrufezeichen stimmt, aber XD habe ich nicht. Aber ich bin immer noch ein bisschen stolz auf meine... Ja, ich bin... auf das Gesicht, der war gut. Ich bin immer noch ein bisschen stolz auf meine eigene Clickbait. Mein eigenes Clickbait. Ja, soll ich was sagen? Ich nicht. Das wieso ist nicht? Unmöglich. Komm mal zu uns, Randy. Der Rest klären wir mal privat, aber bis dahin... Ich fand's total lustig. Nee, ich find's nicht lustig. So.
Also ich find's total lustig. Aber es ist lustig. Halt so, irgendwann ich hatte, weißt du, ich saß vor meinem Computer. Das ist halt ein bisschen falsch im Team. Ich saß vor dem Computer. Was? Und ich habe die ganzen Videos freigeschaltet, beziehungsweise geplant. Und dann habe ich mir überlegt, also mich hat diese Mähdrescher-Aktion wirklich nachdrücklich geärgert. Weil es eine Dreistigkeit sondergleichen war, mich dann auch noch als den Dummen darzustellen, obwohl einer sich da so immer mehr in die Scheiße navigierte, um das kurz zu überspielen. So. Hab's aber mitbekommen. So. Und da dachte ich mir, komm, dann machst du ein Clickbait raus. Ja, stimmt. Einmal im Jahr muss es einfach sein, das gehört dazu. Und ich fand's lustig. Ich hab mich selbst ein bisschen dafür gefeiert. Ich war der Einzige, ich weiß, aber ich fand's lustig. Die ist leer, oder? Ja, die ist leer. Fahr mal, bei Feld 7 ist auch eine. Vielleicht fährst du mal dahin. Ja, demnächst also dann auch diese 20 Mähdrescher lange Kolonne mit Einfeld, Ausrufezeichen. Genau. Wobei, muss man dann 20 rote Kreise machen oder nur 20 rote Pfeile? Ich kenne mich da nicht aus. Man darf nur einen Kreis, glaube ich, machen. Ah, man darf nur einen, okay. Mhm. Weil sonst ist das, ja, sonst verfehlt das ja seinen Zweck. Du musst ja Neugierde auf ein dummes Objekt schaffen. Was ist im Hintergrund ist. Was ist eigentlich aus der Thumbnail Bearbeitung geworden, dass du hinten das Bild so ein bisschen, wie heißt das? Wie heißt das jetzt? Verpixelt hast oder so ein bisschen verwaschen hast, weißt du, damit die Leute es nicht erkennen. Das weiß ich, das ist gar nicht mehr so. Ist nicht mehr innen, ne? Nee, ist nicht mehr innen, ne? Hm. Ja, komisch. Also bei Minecraft war vielleicht sollte man das mal wieder einführen. Bei Minecraft war das ein bisschen ansprechend. Zum Beispiel bei meinem Bauernhof hatte ich das ein paar Mal gemacht, wenn es so Landschaftsbilder waren. Und dann hatte ich da einen Shader drin, der so eine. So, Randy abtanken, der so Beleuchtungsdinger so hervorhebt. Und da ist es also nicht komplett geblurrt gewesen, aber so. Wie nennt man das? Also, so das Weichzeichnen, ist ja nicht, so ganz stark. Ja, ja, aber das ist ja nicht gemeint. Das ist diese ultra krassen Pixel gewesen. Das, was. Ach so. Wie Angeklagte immer, die man nicht zeigen darf im Fernsehen. Das gab es ja eine Zeit lang auf Thumbnails, dass man vermeintlich interessante Objekte gepixelt hat, obwohl die überhaupt nicht interessant waren. Ja, um das halt ein bisschen interessanter zu machen. Ja, da gab es ja auch dann, das ging ja auch dann in den Erotikbereich teilweise rein, wo Bibi und wie hieß die andere noch? Erotik macht die Bibi aber nicht, glaube ich. Die macht auch Duschen. Nee, aber Bibi hatte in Video irgendwie ist das Peinlichste im Baumarkt oder so. Und da war die im Baumarkt, genau, hat auf so Klo gesessen, hat halt unten rum verpixelt. Wo man halt gesehen hat, die hatte halt einfach eine Hose an. Ja, hat der René genau drauf geachtet. Da habe ich direkt drauf geachtet. Hat mal runtergeladen und vergrößert. Ist richtig. Ja, die ist strunzenhohl. Fernglas. Die sieht aus wie ein Pferd, ohne Frage. Aber der Rest kannst du ja schon lassen. Bitte, ja, ist doch. 10 Star-Anwälte springen gerade schon auf. Das darf ich immer noch sagen. Millionen verdient, regelt. Glaub's mir. Ja, ja. So. Trotzdem darf ich das immer noch sagen. Wobei Pferde auch schöne Tiere sind. Also ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch. Ja, so eine Wurst. Also, ist schon schlecht. Ja, was? Hast du mal Pferdewurst gegessen? Nee, in der Tat nicht. Nee? Ist lecker. Wir hatten neulich das Thema. Was ich gedacht hätte, hätte ich rausgefunden, wenn ich bei einer meiner Online-Supermarktbestellungen, die ich durchaus einräume, mal gemacht zu haben, wenn man mir da hätte Pferd. Nee, mach weiter. Wenn man den Hintergrund kennt, ist ein LOL ja auch unangebracht. In your face. Wenn man mir da Pferde. An der Stelle. Bitte? In your face. Ja. So, mach weiter. Wenn man dann mir Pferdewurst in einem Produkt meines geringsten Missvertrauens untergewurschtelt hätte, ob ich das schlimm finden würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nö, weil ist doch gutes Fleisch, oder nicht? Gab's da nicht mal einen Skandal? Ja, das war Pferdelasagne. Das war Pferdefleisch in der Lasagne, das waren aber auch keine richtigen Pferde, das waren ja solche, ja, keine Ahnung, ich nenne mal Verseuchten. Also ich glaube, der Skandal war, dass das Rumänien. Halt dass das ist halt Pferdegammelfleisch war und nicht Pferdefleisch. Ja, so. Und ich glaube, es stand auch nicht drauf, ne? Also sowas richtig. Muss man ja eigentlich kennzeichnen. Ja. Richtig. Das war eigentlich so das ursprüngliche Problem damals. Also meinst du, wenn jemand eine Pferdefleischallergie hat, ne? Das ist gefährlich. Wobei das soll man ja echt viele, nicht...
Also dieses mit kein Spuren von Nüssen oder sonst was und so, habe ich jetzt neulich eine Reportage gesehen. Also das darf man ja echt nicht unterschätzen. Das ist für die Leute, die davon betroffen sind. Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig wichtig. Lebenswichtig. Ja. Das ist nicht irgendwie so, die laufen da mal kurz rot an oder so. Das ist lebensgefährlich. Ja. Und dass das heute immer noch es Gastronomen, Gaststätten gibt, Ansgar, du kommst aus dem Bereich, die da aus der gleichen Schulter nehmen und mit einem Kochlöffel dann in zwei Töpfen rumrühren, das kann schon der Ausschlag sein, dass da jemand stirbt. Muss man ganz klar sagen. So, Stimmung im Eimer, habe ich wieder. Schon wieder, zweimal die Zahl geschafft. Ja. Ready? Ja. Ja. Mach einen Deckel drauf. Wir machen Deckel drauf. Ja, wir sind eigentlich sind wir echt schon fertig. Wir sind fertig. Wir sind vom ursprünglichen Thema komplett abgeknallt. Können wir ja nächstes Mal drüber sprechen, was auch immer das war. Ist richtig, wenn wir uns da noch dran erinnern. In dem Sinne, ein Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bei der anderen vorbeigucke. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Tschüdelü. Tschüdelü.